So. Nein, so nicht! Ey, die ganze Zeit habe ich es geschafft, an diesen Kackflattermännern vorbeizukommen und jetzt nimmer. Retro Gaming. It's time for the Master System. Dominiac. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Retro Gaming Maniacs, willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Und ich habe erst gedacht, ich krieg's nicht ans Laufen. Nämlich die Rede ist von Cloud Master fürs Master System. Und ich musste da wirklich das Modul mal gründlich schrubben und aufschrauben und mal mit dem Radiergummi die Kontakte reinigen, obwohl die eigentlich wie geleckt aussahen. Aber das scheint was gebracht zu haben, denn jetzt läuft es dann tatsächlich. Und ich habe es noch nie selber gezockt. Und so wie es aussieht, handelt es sich hier um einen Horizontal-Shoot'em-up. Und bin mal gespannt. Das sieht ja schon mal ganz nice aus hier. Jetzt wollen wir doch mal ein kleines Ründchen zocken. Round 1. Mount Gogio. Okay, man steuert hier die Wolke. Und man braucht nur Button 1 im Moment. Kann aber auch nicht so regelmäßig schießen. Ah, Power-Up. Ich weiß noch nicht, was ich für ein Power-Up habe. Ich kann das Power-Up auch irgendwie noch nicht wirklich irgendwie nutzen. Ich weiß nicht, ob das automatisch irgendwie upgradet. Keine Ahnung. Habe auch wieder Mühe, alle Dinger von einer Staffel hier zu treffen. Naja, ohne dabei selber getroffen zu werden. Stelle fest, das ist schwer. Naja, Button Nummer 2 hat im Moment irgendwie keine Funktion. Wie immer habe ich hier nur... ja gut, ich habe das Modul und den Karton. Also die Verpackung, wie ihr ja gesehen habt, aber ich habe kein Handbuch. Sodass ich nicht weiß, ob hier noch irgendwelche Funktionen versteckt sind in dem Moment. Und inwiefern ich upgraden kann. Ach, scheiße. Und ich weiß auch nicht, ob ich Upgrades, die ich einmal aufgesammelt habe, ablose, wenn ich sterbe. Ich stelle nur fest, dass es ganz schön schwer ist, für einen ungeübten Horizontal-Shooter-Zocker wie mich, oder zumindest für einen, der dieses Game hier zum ersten Mal versucht zu zocken. Im Moment ist es eher frustig. Man kommt ja hier nicht wirklich weit. Die Steuerung ist auch ein bisschen träge. Ich weiß nicht, ob man nachher auch irgendwann mal schneller wird. Man muss es nur irgendwie gebacken kriegen, hier dann auch wirklich alle Formationen abzuschießen. Ja, ich glaube, das F macht mich ein bisschen faster. Das Problem ist, ich kann nicht kontinuierlich hintereinander ballern. Das gefällt mir nicht. Ich sollte jetzt mal versuchen, mich mehr zu konzentrieren und den Geschossen auszuweichen. In der Hoffnung, mal ein bisschen weiterzukommen. Ja, die Hoffnung ist gerade gestorben. Mit meinem letzten Leben? Ja, tatsächlich, was sonst? So, jetzt habe ich so lange versucht, das ans Laufen zu kriegen. Komm hier. Continue natürlich. Jetzt will ich das auch ein Momentchen zocken. Continue heißt, fang wieder komplett von vorne an. Super. Und schieß doch einfach! Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich habe das Gefühl... Ich bin jetzt ein bisschen da war nix. Da war auch nichts drin. Ja, da war was drin. Was mich zu Asche macht. Ich komme hier richtig weit, ne? Stelle ich gerade fest. Nämlich überhaupt nicht. Nein!
Eine Kugel hatte eine andere Farbe. Die war jetzt blau. Ja, die Betonung liegt auf war. Das heißt also nichts anderes als, wenn man ein Leben verliert, ist alles abgekackt. Einfach aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Fertig, aus. Ende aus, Mickey Maus. Immer du Schildkröte, doch. Na, gleich kam ja irgendwie dieses Vieh, was Blitze geschossen hat. An dem bin ich definitiv nicht vorbeigekommen. Und dann kann ich auf einmal nicht mehr schießen. Warum weiß der Teufel? Ach, Kea! Da fliege ich sehenden Auges in diesen verdammten Schuss. Ja, super. Sein, ich fange schon wieder ganz von vorne an. Ja, natürlich. So viel zum Thema Schwierigkeitsgrad. Ist grad schwierig grad. Nee, ich glaube, ganz von vorne ist es nicht. Es ist weit genug hinten. Oi. Was ich hier wirklich ätzend finde, ist, dass man nicht in einer Tour die Schüsse durchspammen kann. Das ist nervig. Ah, jetzt schießt doch einfach! Ja, da verkackt der. Könnte ich das Kackvieh erwischen, bevor es mich erwischt? Boah. Nee, es liegt mir einfach nicht. Es ist einfach nicht gewünscht, dass ich das schaffe. Offensichtlich. Boah, ist das schwer. Fangen wir halt wieder ganz von vorne an. Ich will Missionsziel. Ich will an diesem blitzescheißenden Kackvieh vorbeikommen. Das muss doch wohl drin liegen. Schieß doch. Und ich bin so träge, ey. Diese Wolke ist wirklich lahmarschig. Diese Kackschildkröte hält auch viel zu viel aus. Sag nicht, da kommen jetzt keine Power-Ups mehr. Boah, leck mich. Schieß doch. Boah, was kommt da alles für ein Kropfzeug? Dann war das Fragezeichen da. Ja, super. Du verlierst wirklich alle Power-Ups. Geil. Habe ich schon erwähnt, dass das irgendwie ziemlich gemein schwer ist? Es ist deutlich schwerer, als es aussieht, Leute. Das könnt ihr mir glauben, weil die Steuerung, die ist sowas von träge. Trotzdem mag ich das irgendwie, das Spiel, weil es irgendwie special ist. Ich meine, sonst kennt man das, dass man mit einem Raumschiff hier von links nach rechts fliegt und irgendwas wegbratzt. Hier spielt irgendwie im, weiß ich nicht, Japan. Nee, wenn ich schießen muss, schaffe ich es nicht. Schießt der nicht. Ich kriege zum Beispiel diese verfickte Schildkröte auch nicht kaputt. Oder fast nicht. Und vorher trifft mich der Blitz beim Scheißen. Ja, dieses Kackvieh, das hält ungefähr 10 Millionen Schüsse aus. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Nein, so nicht! Die ganze Zeit habe ich es geschafft, an diesen Kackflattermännern vorbeizukommen und jetzt nimmer.
Oh mein Gott. Na, ich bin schon mal beruhigt, dass das Modul funzt. Ich könnte das natürlich alles über mein Everdrive zocken, aber ich möchte natürlich lieber das im Original spielen, wenn ich das Original hier habe. Nö. Ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Na, triff doch! Schieß doch einfach dann, wenn du sollst, du Scheiß! Macht er aber nicht. Er schießt nicht, wenn er soll. Verkackt, da habe ich Ladehemmung. Ja, diese Drecksturtle, ich kann dann einfach nicht schießen. Ich verstehe es nicht. Und dieses Drecksvieh, das kriegt man auch einfach nicht tot. Und dann fliegt hier so viel Scheiße noch mit rum. Ich kriege diese scheiß Schildkröte nicht kaputt. Er ist jetzt zum Kotzen. Vor allem, der schießt einfach dann nicht, wenn er soll. Boah, ey. Man ist geneigt, den Feuerbutton durch den Controller zu drücken. Weil man muss ja immer wieder, man kann ja nicht gedrückt halten, muss immer wieder gefühlt kräftig drücken, damit er überhaupt auf den Schuss reagiert. Dabei ist das gar nicht so. Aber es kommt einem so vor. Ist das irgendwie so scheiße programmiert oder was, ey? Oh, leck mich am Arsch. Ich versuch's jetzt noch einmal. Jetzt ist sowieso Game Over. Ich habe eh keine Credits mehr. Doch, habe ich doch noch. Ja, ist ja egal. Ich fange sowieso von vorne an. So, letzter Versuch. Ich habe zwar gedacht, ich komme an diesem blitzkackenden Vieh vorbei, aber es wird wahrscheinlich nüt. Gar nicht voll haken, ey. Ja, fliegende Reisschüsseln und keine Extras drin. Ja, da schießt er wieder nicht. Ich kriege einen Schuss von der Schildkröte in die Fresse. Nee, nicht mal. Rumkackende Reisschalen, ey. Himmer. Ja klar, jetzt wird da so drauf rumgekackt, dass ich es nicht eingesammelt kriege. Schon bekloppt, oder? Hier wirst du von fliegenden Reisschüsseln attackiert. Oder von dummen Schildkröten. Das sind... Ich wollte gerade feststellen, dass das die Schlimmsten hier sind. Diese unscheinbaren kleinen Dreckschildkröten. Ja, gefühlt fängst du immer wieder ganz von vorne an, ey. Das ist ja überhaupt nicht frustrierend. Kein bisschen. Nein! Du kommst auch wieder schön überall nicht dran. Moine Fresse. Dabei will ich das doch nur schaffen. Ich will doch wissen, was danach kommt, Mann. Nun, lass mir doch mal die Chance. Ah, heißt Autofeuer. Wird mir trotzdem nichts nützen. Da komme ich dann. Ich hab's gar nicht. Ich komme einfach nicht lebend dran vorbei. Oh, fuck. Also A ist Autofeuer. Gut. Man hat gesehen, wie toll das funktioniert. Nicht. Es ist zum Kotzen, ey. Weit kommen gleich null. Ist am Ende noch von einer dämlichen Reisschüssel erwischt. Stirb, du Scheißschildkröte! Nein!
Da fliege ich sehenden Auges in diesen verfickten Blitz, ey. Es ist zum Kotzen! Ganz ruhig, ganz locker. Jetzt sind alle Continues weg. Ich glaube, das ist auch gut so. Wenn ich jetzt noch weiter versuche, dann fliegt ein Controller in den Fernseher, ey. Das doch. Ich bin so kurz davor. Oh. Also, es bedarf einer gewissen Frustresistenz, wenn man hier weiterkommen will. Und die habe ich, glaube ich, im Moment gerade nicht. Zur Zeitpunkt der Aufnahme ist es auch 20 vor 3 morgens. Wisst ihr Bescheid? Ich nehme seit 8 Uhr abends Videos auf, gerade. Und ich bin jetzt auch ziemlich fertig. Und ich bin jetzt auch fertig mit diesem Video. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wie ich mich hier aufrege und wie ich hier voll abfaile. Und dann habe ich meine Mission ja erfüllt, euch aus dem Alltag abzulenken, so ein bisschen, ne? Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Daumen nach oben. Übrigens, das ist hier das harte Game, ne? Der Wolkenmeister, Cloudmaster. Hier sind ein paar Screenshots, aber ich glaube, die kriegt man jetzt nicht ausreichend da drauf. Aber ihr seht ja auch da in der Demo, was ich alles niemals erreichen werde. Guck mal, was hat er denn da für einen Schuss drauf? Ist ja interessant. Wie man sieht, kann man trotzdem sterben. Was haben die? Was ist denn das da für eine Sau? Big Sau mit Big Guns. Ja, okay. Ja, wie gesagt, lasst mir doch ein Like da und schaut euch gerne mal hier um. Hier gibt es so viel Zeug zu sehen auf meinem Kanal und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch länger bleiben wollt. Dann dürft ihr natürlich gerne subscriben, ein Abo dalassen und vergesst nicht, die Glocke nebendran zu klingeln, damit ihr auch jedes Mal fleißig informiert werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.